März letztes Jahr, wo die angefangen hat, diese Pandemie, war nicht einfach. Das war alles Neues für uns. Personal, Gott sei Dank, hat super mitgemacht. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter und Kollegen. Welchen Weg gibt es aus der Pandemie? Ja, prinzipiell zwei Wege. Der erste Weg ist die Kontaktbeschränkung. Wir haben aber erlebt, dass damit die Fallzahlen zwar sich in Grenzen halten, aber sie gehen mal wieder rauf, mal runter. So richtig in den Griff bekommen wir das Corona-Problem mit der Kontaktbeschränkung nicht. Das heißt, es bleibt uns die Impfung. Und wir haben das große Glück, dass wir hocheffektive, überraschend wirksame Impfstoffe haben. Wir waren endlich froh, dass die Impfung gekommen ist. Und mit Rotes Kreuz zusammen hat super geklappt. Haben wir schon angefangen, die Bewohner, 80% waren schon angemeldet, von Angehörigen oder selbst haben sie angemeldet. Und Mitarbeiter auch, aber nur Jugendliche haben noch nicht oder wollen nicht, aus verschiedenen Gründen oder medizinischen Gründen, wollen nicht, was betrifft Schwangerschaft, das ist ein Riesenthema hier. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Impfstoff Nebenwirkungen hat, das ist jetzt nichts Neues. Gerade deswegen, weil diese Impfstoffe ja für Millionen von Menschen eingesetzt werden sollen, sind die Anforderungen an die Sicherheit extrem hoch. Also auch die Corona-Impfungen haben Nebenwirkungen, das wissen wir, aber Spätfolgen sind uns nicht bekannt und sind auch medizinisch gar nicht zu erwarten. Es kursieren in den Medien ja auch seltsame Vorstellungen, zum Beispiel, dass man durch diese Impfung unfruchtbar werden kann als Frau. Dafür gibt es überhaupt keinen Anhalt. Also das ist etwas, was uns natürlich sofort aufmerksam machen würde. Diese Ideen kommen aus anderen Lagern, Impfskeptikern. Es gibt medizinisch keine Hinweise, dass das der Fall ist. Man kann da völlig beruhigt sein. Weil für mich eine Impfung ein wesentlich kleineres Übel darstellt, als intubiert auf einer Intensivstation zu liegen. Und das muss man sich einfach einmal vor Augen halten. Es gibt ja viele Kritiker, die sagen, ja, die Impfung, die ist nicht studiert, es gibt keine Langzeitstudien und sonstige Trittbrettfahrereien, mag sein. Das muss unser aller Ziel sein, dass wir nicht intubiert auf einer Intensivstation liegen, sondern maximal mit leichten Grippensymptomen zu Hause sind. Ich finde, die Perspektiven sind sehr positiv. Wir merken jetzt in unserem Landkreis erste Erfolge der Impfungen. Wenn wir in diesem geplanten Tempo weitermachen, wird es schnell vorangehen. Wir werden bis im August vermutlich die Hälfte der Landkreisbevölkerung geimpft haben. Und das wird ein echter Gamechanger. Und wenn 3/4 unserer Bevölkerung die Impfung hinter sich hat, dann ist die Macht der Pandemie gebrochen. Dann können wir endlich wieder zum normalen Leben zurückkehren.